Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, wir haben uns bemüht und da unten liegt die Rune in irgendeiner Form. Die müssen wir jetzt noch aufsammeln und dann passt es hoffentlich. Ich glaube, wir werden angegriffen. Ich habe so das unbehagliche Gefühl, dass ich gleich richtig aufs Maul krieg. Vor allem, hier war ja noch so eine Steinstatue irgendwo. Da links ist es schon angeteasert und vor mir. Oh, oh. Ja. Junge. Hier. Was ist denn das? Am Tag deiner Geburt machte ich zwei Messer. Aus Metallen meiner Heimat und dieses Landes. Eins für mich selbst. Und wenn du soweit wärst, eins für dich. Ist er jetzt soweit? Bin ich jetzt ein Mann? Noch nicht. Nein. Du bist besser. Wir sind keine Männer. Wir sind mehr als das. Die Verantwortung ist viel größer. Und du musst besser sein als ich. Verstehst du? Nicht so viele Leute töten. Ich bin besser. Sehr gut. Du fängst dir gleich noch eine. Dieser Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Von meinem Schulterblatt? Im Zusammenspiel mit dem hier. Mit meiner Stirn? Durch Disziplin, die Selbstbeherrschung von dem, der sie trägt. Darin liegt die wahre Stärke eines jeden Kriegers. Vergiss das niemals. Irre Stärke und beinahe Unsterblichkeit hat auch was für sich. Und da ist sie ja. Rein in die... Oh oh, die Statue grinst schon so unheimlich. Nein. Was passiert denn jetzt? Du bist die Rune. Die Rune, hast du sie gesehen? Ja. Bist du sicher? Bin ich, glaub mir. Na gut. Bändel aus der Asche. Und wer bist du? Krendel aus dem Frost. Ich hab doch nur Giftresistenz. Rage. Warum nicht? Komm schon. Dem Ascheprinzen müssen wir hier einheizen. Junge, du schaffst es, oder? Ich hab's ja angeschwächt, du machst den Rest. Du bist ein Gott. Kriegst das hin. Ich wollte hier hochklettern. Könnt ihr euch nicht gegenseitig kaputt machen? Ja, au. Sagt es doch früher. Also der Frosttyp ist zumindest allergisch gegen die Chaosklingen. Kann ich ihm nicht verdenken. Der Flammentyp, den hat's nicht so viel ausgemacht. Wieso macht ihr es wieder so dunkel? Papa ist nicht bereit. Das war schnell umdrehen, das wollte ich doch gar nicht. Ja, du Ascheprinz, mit dir. Da komm mal später auf dich zurück, würde ich sagen. Komm mal später einfach auf dich zurück. Mehr Falken, mehr Pfeile. Mehr Rage, bitte. Au. Ja, ich würde sagen, das läuft zur Mitte. Ja, es sind nur noch zwei. Das waren von Anfang an nur noch zwei. Ah, danke für den lustigen Kommentar. Bin ich vorsichtig. Bin der Gott des Krieges. Das muss so klappen. Iiiiiiii.
Nein, mach's doch nicht so auf dunkel. Vorsicht, von hinten! Angriff. Das hat dem Frostding jetzt nicht viel ausgemacht. Hol doch deine Falken. Du brauchst mir Zeit, das ist in Ordnung. Ich renne einfach sehr viel. Gut für die Beine. Oh, voll in den Schritt hauen. Hau ihm in den Schritt. Das ist effektiv. Kann er sich gar nicht mehr bewegen. Nein. Ja, mehr Health-Items werden jetzt wieder mal angebracht. Liegen hier noch nicht noch welche rum. Da war ich einfach zu gierig beim Schritt eines Monsters. Ich weich doch aus. Au. Nicht mit Sand werfen. Und wieso regenerierst du? Das ist uncool. Nein, ich wollte doch ausweichen. Oh. Billy Papa wieder. Danke schön. Und Rage. Rage. Komm schon. Irgendeiner muss jetzt ausgeschalten werden. Ich habe Gesundheit zurückbekommen. Nein! So kurz bevor er draufgegangen ist. Ja! Draufgegangen. Komm schon. Ja! Nein! Da hinten liegt Helf. Ja, er ist draufgegangen. Jetzt trotzdem noch dunkel? Hab's doch geschafft. Ja, also. Aber kein Gegner für Götter. Hab größerer besiegt. Mickriger Troll. Ja, ein verheerender Schlag. Den. Wo lang geht's zur Sandschale? Also Atreus wird mir gerade ein bisschen unsympathisch. Chaosflamme. Kleine Flamme ohne Ursprung, die aber in allen Richtungen brennt. Sie wird durch mächtige Kämpfe erzeugt. Damit können die Chaosklingen verbessert werden. Ist das nicht schön? Ein bisschen mehr Schaden hätte ich ruhig machen können. Hier mit dem ganzen Zeug. Huiuiui. So, dann würde ich sagen, zur Truhe. Die haben wir uns redlich verdient. Hui. Fast schwerer als die Gegner. Gewichtslose Griffe des Schutzes. Boah. Später. Später können wir die irgendwie ausrüsten. Wenn wir denn wollen. So. Questmarker geht in die Richtung. Dann gehen wir doch in dieselbige. Ich hoffe, da wartet jetzt nicht wieder Baldur. Will erstmal die Klingen verbessern. So. Einmal nach oben, bitte. Ja, ich kann jetzt... Ja, die Trigger sind ein bisschen komisch. Ich glaube, die sollten so minimal invasiv sein und dass sie nur in einem nahen Bereich triggern, aber das haben sie vielleicht ein bisschen zu klein gemacht, den Radius. Wir sind fast am Ende. Setz dich. Ich glaube noch nicht, dass wir fast am Ende sind. Limniovan. Von der Insel Limnos. Nahe meinem Geburtsort. Du wurdest geboren? Ja. Ist ein schöner Moment. Limnos. Auf Ende einer Reise. Wirklich? Riecht wie faule Eier. Ist der noch gut? Vielleicht. Das ist schlau, den Sohn vorkosten lassen, bevor wir selbst trinken. Er ist nicht sofort gestorben, dann können wir das Schöne auch genießen.
Ach, die zwei. Und die Oberfläche, ist das nicht schön? Vater? Warum hast du deine Heimat verlassen? Da hat keiner mehr gelebt. Wegen der anderen Götter dort? Ich meine, du hast die Götter so sehr. Aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Ja. Ah, aber wer kann das schon beurteilen? Sei still. Wir können's. Wir wissen's besser. Atreus. Aha. Klingst immer mehr wie dein alter Herr. Bereit? Bereit. Atreus ist gerade wirklich unsympathisch geworden in den letzten Episoden. Gott zu sein wird mir gefallen. Sei mal ein bisschen bescheidener. Sonst kriegst du echt aufs Maul. Ja, schwarze. Das gab viel XP. Hier mit meinen Fähigkeiten. Chaos Klingen. Er erhöht die erhaltene Verbrennungsmenge bei jedem erfolgreichen Klingentreffer. Die gönn ich mir mal. So, Atreus kriegt vielleicht auch was. Expertenkampf. Oh, das haben wir dir noch nicht freigeschalten. Feuerrate des Klauenbogens wird massiv erhöht. Na gut, mein Sohn ist es mir inzwischen wert. So, dann haben wir Skillpunkte für Papa. Schild. Oh, Schild ist nicht so wichtig. Ragekampf. Das sieht doch gut aus. Einen großen Felsen zu werfen, der beim Aufprall explodiert und immensen Schaden verursacht. Das ist in Ordnung. So, einmal kurz zu Brock. Wir tun, was wir wollen. Und jetzt besuchen wir die Riesen. Ja, nachdem wir die Weltenrune nach Jüttenfeld gelernt haben, können wir nun zurück zum Tor auf dem Gipfel gehen und den magischen Meißel einsetzen. Das ist der Plan. Ich wäre entzückt, dass aus diesen Opfergaben Rüstungsteile gemacht werden. Kanntest du ihn? Wie war er so? Wen interessiert das, Junge? Tyr ist tot. Lass die Vergangenheit ruhen. Der Zwerg hat recht. Ausnahmsweise. Sehr gut. Auftrag abgeschlossen. Nochmal XP dafür. Chaos-Klingen auf jeden Fall verbessern. Nicht den Klingenknauf, sondern... Na, wo sind sie denn? Was war denn das? Gewichtslose Griffe des Schutzes? Brauche ich nicht. Bin ich doof? Clown. Chaos-Klingen, gleich das zweite. Einmal verbessern. Hoffentlich wurde ich ihnen gerecht. Oh, das sehen wir dann beim nächsten Kampf. Sonst geht's dir ein bisschen an den Kragen. Leviathan-Axt, braucht man noch eine Frostflamme. Mystische Schulterrüstung des Schutzes, können wir machen. Und Schulterrüstung des wahren Kriegers, die ist natürlich. Vitalität 9, Abwehr 41, Stärke 28. Die obere, diese mythische Schulterrüstung, sieht aber besser aus. Stärke 10, Abwehr 34, Vitalität 20, Brustschild des Springers. Das gefällt mir aber auch. Das Problem ist, ich brauche Stärke und zwar massiv. Ich mache Schaden, ich bin nicht gut in Verteidigung. Hier, das mach mal, herstellen. Kostet mein ganzes Hacksilber. Ausrüsten. Ja. Und was können wir dann noch? Armrüstung können wir uns nicht leisten. Ja gut, dann sammeln wir mal ein bisschen. Atreus. Wir hätten dir auch eine legendäre Rüstung machen können. Ja, tut mir leid. Papa hat das ganze Geld für sich ausgegeben. Brustrüstung, Häscher, Waffenrock, bla bla bla. Kann ich irgendwas noch verbessern? Kann ich was verkaufen vor allem? Verkaufen. Ich kann ja die alten Sachen verkaufen. Das bringt auch Hacksilber.
Ich würde sagen, Brustrüstung verkaufen wir mal alles. Hartrücken zum Verkaufen. Ja, ich bin sehr detailverliebt. So. Vor allem brauche ich Geld. Geld wie blöd. So. Dann haben wir Armrüstung. Kann man natürlich nicht alle verkaufen, aber zumindest ein bisschen. Oh, das gibt Geld. Und Plattenarmschienen verkaufen. So, was kauft man dann jetzt? Armrüstung. Panzerhandschuhe des wahren Kriegers. Herstellen. Natürlich werde ich das im... So. Ausgerüstet. Dann braucht man noch eine Hüftrüstung. Wie viel kostet die denn? Des wahren Kriegers. Oh, da braucht man nur noch 5000. Das kriegt man hin. Verkaufen, Hüftrüstung. Alles weg. Alles muss raus. Ich muss verrückt sein. Normalerweise sammle ich die Dinger gern, aber was soll's. Was soll's. So, Stufe geht runter. Das kann natürlich nicht sein. Dann kaufen Hüftrüstung. Wahrer Krieger. Das hält den Ärger fern. Ja, das hoffe ich doch. So, ich weiß nicht, ob meine Stufe dadurch gesunken ist. Ich dachte, wir erreichen bald mal Stufe 5. Atreus Rüstung, Axtknauf, verbessern. Oh, die kann ich verbessern. Ja, damit. Ich werde es versuchen. So, jetzt kann ich mir wahrscheinlich nichts mehr leisten. Ich bin zufrieden. So, kann ich nicht einfach zum Berg schnell reisen? Ich dachte, ich hätte schon freigeschalten, da. Wir schauen uns das an. Nee, freigeschalten ist es nicht. Na gut, dann wird's nochmal ein Fußmarsch. Ja, dem Kleinen geht's gut. So, ich sehe aber fancy aus. Hoffentlich bin ich so tödlich, wie ich mir das jetzt vorstelle. Das wäre zumindest cool. Okay, hier müssen wir nicht hoch, es sei denn, wir wollen wieder mit dem großen Weltenschlange reden. Und zumindest beobachtet die Weltenschlange alles aufmerksam. So. Die Möwen können uns gar nichts mehr. Wir sind gut genug. Kannst du das inzwischen lesen? Jetzt kann ich es lesen. Aber es ist ein Name. Rota! Wow, der Name hat sie entfacht. So heißt eine der Walküren. Oh, oh. Äußerst seltsam. Oh, oh. Keine Walküre. So viel Rüstung habe ich noch nie angelegt. Ich sage Sindri, dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis wahren. Ha. Ich kann sie nicht lesen. Was kannst du denn lesen? Guck, du kannst da oben... Falscher Pfeil. Kannst du jetzt was lesen? Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Ja. Was steht da? Ja. Ich kann sie jetzt lesen. Ach, das da kannst du jetzt lesen. Der Feuerwelt sind Suturs Spießruten. Hm, wie ein magischer Speer. Oder eine Reihe von Gefahren. Das sollten wir uns mal ansehen. Unser junger Gott kennt keine Angst. Ah, anscheinend. Oh, das wird die Walküre sein. Raus mit dir. Ah, nur eine Hexe. Ja, aber Papa hat Giftresistenz. Aber glaub nicht ausgerüstet. Bruder ist tot. Bruder, nein! ja. So kann es natürlich auch gehen. Mach mal nochmal, oder? Mach mal nochmal, aber einfach besser. Papa geht kurz ins Inventar. Muss seine Ruden ausrüsten. Zu den Plätzen. Zeichen des Hüters. Ach, das ist das mit dem. Erhöht Resistenz gegen Brandschaden um 50%. Nee, ich brauche das gegen
eingelegtes Wappen des Muts. Wo steckt das denn gerade fest? Seiya-Siegel. Hey! Ja, da ist es noch. Seiya-Siegel des Schutzes brauchen. Na, erhöht Resistenz gegen Gift um 50%. Das sieht gut aus. Feuerresistenz, zersplittertes Herz, Dunkelalmenschaden wird reduziert, Abwehr erhöht, Runensegen, Gabe der Stärke, das wollen wir doch hier einmal geruhnt. Dann müssen wir hier auch noch Runen vergeben. Was haben wir denn? Duellanten Schutzbarriere. Hohe Bonusaktivierungschance auf eine Schutzbarriere, die Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert. Bei jeder erfolgreichen Parade. Naja, nehmen wir das mal. Bisschen parieren kann man ja. Vitalität 4 könnte auch nicht schaden. Mal irgendwas Seltenes noch. Symbol der Schatten. Glück 5. Her damit. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Glück. So, was tun wir dann da rein? Abwehr 7, Abklingszeit 7. Ja, warum nicht? So, einmal Runenplätze noch vergeben zu den Plätzen. Och, Graviertes Wappen der List. Ich habe zuerst graviertes Wappen der Lust gelesen und war etwas irritiert. Runenkraft, Stärke, Vitalität, Abwehr, Runen. Sonstige Bonus unten, Dunkelalben, hat man schon. Gabe der Abwehr bei erlittenem Schaden, warum nicht? So, ausgerüstet, jetzt wollen wir kämpfen. Ja, ich bin giftresistent. Ah, jetzt hast du die richtigen ausgerüstet. Ah nee, das ist wegen der Pfeilfarbe. Au! Dachte, ich bin giftresistent. Stufe 7, bist du verrückt? Vater! Vater! Ja, Papa hat keine Lust mehr. Ich hoffe, die Runen sind ausgerüstet. Schau mal kurz nach. Ja, sind ausgerüstet. Wenigstens was. So, dann weiter geht's, würde ich mal sagen. Stufe 7 kann ich noch nicht. Muss mal später zurückkommen. So, das ist der Weg, wie es abgeht. Hier irgendwie, da muss man Edelstein einsetzen. Wo haben wir den denn? Da geht's irgendwo hoch. Ich weiß, ich bin ein bisschen sprunghaft heute, aber vielleicht findet man ja was. Da ist er. Da ist er ja. Ja? Na also, den nimmt Papa. Und also hätte ich gar nicht hoch müssen, der lag einfach da. Wupsi. Na egal, rein damit und dann, was auch immer das bringen mag. Schieß mal drauf, Sohn. Und lies mal. Junge. Du bist ein Gott, du kannst lesen. Noch eine Markierung. Schatzkarte, wunderschön. Noch nicht fertig? Doch. So, dann geht's hier hoffentlich nach oben. Warum verbergen, was wir sind? Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht offen sein, wie Tyr? Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund. Um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso, Kleiner. Keine Sorge. Ui, die Tür geht immer noch so schwer auf. Aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen. Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Ja, die werden schlicht zu übersehen sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, Vorsicht! Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Nein. Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt? Nein. Okay. Ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt... Vergiss es. Familiensache. Leck doch nicht an dem Rad. Ich kann euch einiges über Familien erzählen. Lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent. Und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt.
soll heißen? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Hm. Du warst dagegen oder halt endlich die Klappe. Verstehe. Ja, wir haben genug von den kleinen Leuten mit Atreus. Na gut. Das hat wehgetan. Ja, Atreus braucht mal ein paar neue Manieren. Überheblicher kleiner Scheißer wird er gerade. Hallo? Servus. Dann raffe ich mich wohl mal auf. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Wieso habe ich jetzt Stufe 5? Ach, weil die Runen ausgerüstet sind. Hast du bessere Brustrüstung für mich? Armrüstung? Nö. Ja, können wir hier... Zauber wäre natürlich gut gewesen. Was braucht man denn? Muspelheim. Du kommst bestimmt wieder, wenn du etwas willst. Da bin ich mir ganz sicher. Erstmal... Gesundheit. Au. Du bist doch nur in Stufe 3. Ja, so Hilfe. Ja, schöne Falken. Falkenregen. Au. Linke Seite, Bruder. Danke für die Warnung. Wieso mache ich keinen Schaden an den Wolf? So, und wieso hast du keine Pfeile? Feuer, rechte Seite. Ja. Hinter dir, pass auf. Ja. Kann ich auf alles gleichzeitig aufpassen. Na also, den Schlag mal wieder ein bisschen auf den Kopf und damit können wir den Wolf erledigen. Nicht unseren Sohn. Nein, es hat nicht gereicht für den Wolf. Ich dachte, ich hätte die Axt ausgerüstet. Ja, er ist ziemlich erledigt. Was haben wir denn hier? Alles klar, wo geht's hoch? Alter, geht mir der Junge gerade auf den Sack. Ist in seiner überheblichen Götterphase. Ich glaube, bevor das Spiel dann wirklich irgendwann in ein paar Stunden endet, kriegt er sich wieder ein. Oder kriegt eine Vorlesung darüber, wie man sich eigentlich zu verhalten hat. So, ich glaube... Weißt du, langsam zweifle ich an Sindris Können. Vielleicht hatte Brock doch recht. Junge... doch so giftresistent. Brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr. Kann ja auch ein bisschen überheblich sein. So. Hä? Oh. Nein. Doch nicht so giftresistent. Giftresistent. Chaosklingen. Chaosklingen. War das nicht Chaos Kling? Na egal, wir werden es irgendwie rausfinden. Ach, das war ein Chaos Kling. Na, da komme ich doch gar nicht ran. Gut. Chaos Kling. Sehr schön. Komm mal schon mal an die Kiste hier. Ich hoffe, da ist Gesundheit drin. Hab sehr viel verbraucht beim... Was ist denn das? Siegel der Waffe. Legendär Zauber. Erhöht Zuwachsrate von Permafrost oder Verbrennung um 7%. Maximal plus 21%. Na, ist das nichts Schönes. Hab leider ver... Ah. Nee. Wie ging die Roten auf? So. Na also. Kleine Verwechslung.
schon. Noch was Gutes und viel Gesundheit. Fester Stahl und Symbol des Mutes. Ich dachte, wir sind mutig. So. Anscheinend bin ich nicht so giftresistent, wie ich das gern hätte. So, wo müssen wir überhaupt lang? Da oben? Ja, da ist zumindest der Questmarker. Kann nicht so verkehrt sein, wenn wir dem mal folgen. Und hier war was? Ach, hier ging's hoch. Ich Warum erinnere mich. Hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen. Ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als Güte. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Göttin. Hier war man ja schon. Oh, da müssen wir irgendwas mit Wind machen. Weiß aber nicht was. Also da müssen wir Wind reintun. Und wo bekommen wir Wind her? Was ist denn das überhaupt schon für eine Wetterlage die ganze Zeit? Ist Odin wieder sauer? Oh nee, hab doch so wenig Helfer. Nicht sagen, dass der Falkenregen gerade so viel gebracht hat. Ja, aber das bringt was. Ja. Und den anderen gleich mit am besten. Und zumindest der andere ist auch tot. Ist ja gut. Ach, hier ist nochmal so ein Windding. Haben wir dann hier das Gegenstück? Da kann ich zumindest mit meinem Dolch jetzt rein. Komm schon. Hä, wieso triggert das nicht? Da muss ich doch einfach nur meinen Meißel absetzen. Bin gerade irritiert, warum mich das Spiel das nicht machen lässt. Okay. Vielleicht wegen dem. Geht nicht im Kampf. Atreus. Ah, jetzt. Lag wohl am Feind. Nein. Warum nicht? Wir sind fast da. Ich schaffe das schon. Meinst du? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Und du solltest sie nicht entehren. Ist ja gut. Dann hat sie selbst. Oh, wo geht's denn hier hin? Bestarium wurde aktualisiert. Ich brauche mehr... Oh, das sieht wieder nach einer Walkürenkammer aus. Verborgene Kammer von Odin. Okay. Solange er keine Walküren in seinem Kämmerchen aufbewahrt, ist hier alles in Ordnung. Wir schauen mal runter. Aber so verborgen war die gar nicht. Ah, schöne Fahrstuhlmusik haben wir gerade im Hintergrund. Ich hoffe, hier sind ganz viele Vasen mit Hilfe-Items. Oh, das sieht echt nach Walküre aus. Vielleicht hat die ja nur Stufe 2 oder so, dann könnte es klappen. Ansonsten kriege ich wieder dermaßen auf den Latz, dass das nicht feierlich ist. Ist das freigeschalten? Neuen Ort gefunden. Okay. Hallo? Weltenreise? Nein? Oh, da ist eine Walküre drin. Mag keine Walküren. Die sind so garstig. Was kann ich denn hier unten machen? Irgendwas ohne Walküre, hoffe ich. Oder sieht. Bin ich denn hier? Looten kann ich auf jeden Fall. Okay, da geht's nicht weiter. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Fahrstuhl. Oh, ein Horn. Ich würde da gerne mal reinpusten. Wird bestimmt nichts Schlimmes machen. So. Noch eine. Was machen wir mit ihr? Also wir lassen. Seid vorsichtig. Wir lassen uns töten. Und dann machen wir was anderes. Servus. Was passiert? Mach dich bereit. Erdifulf.
Was für eine Stufe hast du? Au. Au. Ja, das klingt gut. Stärkste Gegner, wo gibt. Wie soll ich da ausweichen? Ja, das war's. Wir haben ihr ein klitzekleines Leben abgezogen und ich würde sagen, die Erfahrung reicht mir schon wieder. Taktischer Rückzug hat irgendwer vorgeschlagen gehabt. Hui. Und es geht wieder nach oben. Odin kann die Walküren selber kaputt machen. Ich glaube, wir sind da tatsächlich noch etwas unterskillt und vor allem unterlevelt oder andersrum. Jetzt können wir wieder schön nach oben fahren. Keine Musik im Hintergrund, so schade. Mensch, sind das fette Ketten. Wer hat die denn geschmiedet? Ein Glück hält mein Sohn gerade die Klappe. Das ist wirklich sehr, sehr überheblich und unsympathisch gerade. Jo. Was bist du hier? Also einfach die Tür, durch die wir gekommen sind. Das macht natürlich Sinn. So, Wetter hat sich immer noch nicht beruhigt. Glaub, dann geht's hier weiter. Richtung Gipfel. Ah, es wird schon schneeverwehter. Das ist richtig. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh. Sehr schön. Hier haben wir ein letztes Mal auf den Sack bekommen. Und jetzt bekommen wir hier auch auf den Sack. Ja, diesmal bin ich gerüstet. Kommen ja immer mehr von euch. Hört mal auf damit. Oh, ich mag meine Chaos-Klingen. Die sind echt cool. Ah, das macht Spaß. Ja. Kann nicht auf 360 Grad Feinde aufpassen. Alle tot? Junge. Mimir, wenn du die ganze Zeit wusstest, dass wir Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin, der vor uns nach Jötunheim gelangen will oder so? Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen, weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Atreus. Komm, ich hab euch doch verbrannt. Wo kommst du denn hier? Wollt doch nur an die Truhe. Oh, hier ist irgendwo noch ein Feind. Da ist er ja. Aha, geblockt. Ganz schön viele von euch gerade hier. Waren das alle? Ich würde gern wirklich sehen, was in der Kiste ist. Wir als Vater hätten jetzt längst intervenieren sollen. Hätte ich mal vorgeschlagen, aber Kratos hält gerade seine Klappe. Ach, ich glaube, Atreus wird das früher oder später allein lernen. So, ist das mal schön hier. Mist. Na, ein Glück können wir noch springen. Hältst du mal die Klappe? Ich brauche so eine Art Kristall. Wo ist denn hier der Kristall? Alle Götter sind böse, aber wir sind es nicht. Tyr war es nicht. Freya auch nicht. Oh, ja, du wirkst ein bisschen böse, Junge. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung, weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Und sie werden das alles bereuen. Junge, Schnauze. Boah. Das haben sie ganz gut gemacht, dass einem der kleine Knirps jetzt richtig schön auf den Sack geht.
So. Was machst du denn in der Richtung? Das ist doch falsch. Auch die Aussicht können wir natürlich kurz genießen. Oh, das ist genug genossen. Durch die Tür und dann sehen wir weiter. Oh, schau wieder hier. Oh, hallo. So sieht man sich wieder. Thor, tadelte mich. Mich. Für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Du warst feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir müssen aber gute Götter sein. Wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten! Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. Was für ein Arschloch. Und diesmal meine ich mein Kind. Ich finde, wir sind gut gerüstet. Na gut, ich würde aber tatsächlich sagen, wir sind schon am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.